Ein zahnärztlicher Notfall bei Ihrem Kind kann eine beängstigende Situation sein, aber es ist wichtig, ruhig zu bleiben und angemessen zu handeln. In diesem Video werden wir besprechen, was Sie tun sollten, wenn Ihr Kind einen zahnärztlichen Notfall hat. Zunächst einmal ist es wichtig, Notfälle zu erkennen. Ein zahnärztlicher Notfall kann viele verschiedene Formen annehmen, darunter Zahnverletzungen, Zahnfleischbluten, Zahnschmerzen oder sogar ein abgebrochener Zahn. Wenn Sie beobachten, dass Ihr Kind einen zahnärztlichen Notfall hat, ist es wichtig, sofort zu handeln. Der erste Schritt bei einem zahnärztlichen Notfall ist es, Ruhe zu bewahren. Ihr Kind wird wahrscheinlich ängstlich und gestresst sein, daher ist es wichtig, ruhig zu bleiben, um die Situation besser handhaben zu können. Sprechen Sie mit Ihrem Kind in einer beruhigenden und einvereinviertelsamen Art und Weise, um ihm zu helfen, sich zu entspannen. Als Nächstes sollten Sie preinviertelfehen, ob es offensichtliche Verletzungen im Mund Ihres Kindes gibt. Wenn Sie eine Verletzung feststellen, wie zum Beispiel einen abgebrochenen Zahn oder eine Blutung im Zahnfleisch, ist es wichtig, sofort zu handeln. Spa1/4 len Sie den Mund Ihres Kindes mit lauwarmem Wasser und verwenden Sie bei Bedarf ein sauberes Tuch, um die Blutung zu stoppen. Wenn Ihr Kind an akuten Zahnschmerzen leidet, sollten Sie ihm ein schmerzstillendes Mittel geben, um die Schmerzen zu lindern, bis Sie einen Zahnarzt aufsuchen können. Vermeiden Sie es jedoch, aspirinhaltige Medikamente zu geben, da sie bei Kindern zu gesundheitlichen Problemen FA1/4 ren können. Stattdessen sollten Sie sich FA1/4 ren ein rezeptfreies Schmerzmittel entscheiden, das FA1/4 ren kindersicher ist. Wenn Ihr Kind einen abgebrochenen Zahn hat, ist es wichtig, den Zahn so schnell wie möglich zu finden und in eine Zahnarztpraxis zu bringen. Bewahren Sie den Zahn in einer Lassung aus Milch oder Speichel auf, um die Chancen zu erhöhen, dass der Zahn erfolgreich reinplantiert werden kann. Wenn Ihr Kind eine Zahnfleischblutung hat, kann dies auf eine Zahnfleischentzündung oder eine Verletzung des Zahnfleisches hindeuten. Spa1/4 len Sie den Mund Ihres Kindes mit lauwarmem Wasser und verwenden Sie bei Bedarf ein sauberes Tuch, um die Blutung zu stoppen. Vereinbaren Sie so schnell wie möglich einen Termin bei einem Zahnarzt, um die Ursache der Blutung zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. In einigen Fällen kann ein zahnärztlicher Notfall auch außerhalb der Geschäftszeiten eines Zahnarztes auftreten. In diesem Fall sollten Sie eine zahnärztliche Notfallpraxis oder eine Notfallklinik aufsuchen. Diese Einrichtungen sind darauf spezialisiert, zahnärztliche Notfälle zu behandeln und können Ihrem Kind die notwendige Behandlung bieten. Es ist auch wichtig, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, um zahnärztliche Notfälle zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind regelmäßig zum Zahnarzt geht und eine gute Mundhygienepraxis beibehält. Vermeiden Sie es, harte oder klebrige Lebensmittel zu essen, die zu Zahnverletzungen FA1/4 ren können, und tragen Sie bei sportlichen Aktivitäten einen Mundschutz, um Zahnverletzungen zu vermeiden. Insgesamt ist es wichtig, bei einem zahnärztlichen Notfall bei Ihrem Kind ruhig und besonnen zu handeln. Indem Sie die oben genannten Schritte befolgen und angemessen handeln, können Sie Ihrem Kind die bestmögliche Versorgung bieten und die Situation erfolgreich bewältigen. Denken Sie daran, dass es bei zahnärztlichen Notfällen wichtig ist, schnell zu handeln, um Komplikationen zu vermeiden und das Wohlbefinden Ihres Kindes zu gewährleisten.